Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kliniken des Müttergenesungswerkes, liebe Klinikleiterinnen und Leiter. Ein schwieriges Jahr neigt sich dem Ende zu und ich wollte dies zum Anlass nehmen, Ihnen von ganzem Herzen zu danken. Ich möchte Ihnen danken dafür, dass Sie trotz der widrigen Umstände alles dafür getan haben, auch weiterhin für Mütter, Väter und pflegende Angehörige da sein zu können. Ich weiß, was diese Pandemie für viele von Ihnen bedeutet hat und noch immer bedeutet. Viele Kliniken mussten im Frühjahr, Sommer vorübergehend schließen. Nun sind sie wieder geöffnet und stehen vor dem großen Problem, dass die eigentlich dringend auszeitbedürftigen Eltern und pflegenden Angehörigen die Kurmaßnahmen nicht antreten, aus Sorge, sich und ihre Familie mit dem Virus zu infizieren. Auch dürfen die Kliniken nicht voll belegt werden. Für viele von Ihnen bedeutet das auch Existenzängste, die Sie seit Monaten belasten. Erst das Bangen darum, ob die Kliniken des Müttergenesungswerkes doch noch in den ersten Rettungsschirm aufgenommen werden. Nun das Bangen darum, wie Sie das finanzielle Loch stopfen sollen, das zwischen den beiden Rettungsschirmen entstanden ist. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Leiterinnen und Leiter, ich kann mir gut vorstellen, wie Sie sich fühlen müssen und ich möchte Ihnen sagen, halten Sie bitte durch. Als Schirmherrin des Müttergenesungswerkes, als Ihre Schirmherrin, setze ich mich für Sie ein, wo ich nur kann. Ich habe bereits einige Gespräche geführt und werde auch nicht aufhören, dies weiterzutun. Auch wenn ich keine Wunder bewirken kann, so möchte ich dennoch nichts unversucht lassen, etwas für Sie zu tun und Sie in Ihrer so wertvollen Arbeit zu unterstützen. Durch meine Besuche in den Kliniken in Kühlungsborn und in Bukow weiß ich, wie großartig Sie sich auf die Bedürfnisse von Müttern, Vätern und pflegenden Angehörigen einstellen. Die Anforderungen an Familien sind komplexer geworden. Oft arbeiten beide Elternteile und müssen Job und Kinder unter einen Hut bringen. Manchmal kommen dann noch pflegebedürftige Familienangehörige dazu. Da ist eine Auszeit dringend notwendig, um nicht an den Belastungen ernsthaft zu erkranken. In Ihren Kurmaßnahmen geben Sie diesen belasteten Menschen genau das, was sie brauchen. Anwendung für das körperliche und das seelische Wohl. Gesprächsmöglichkeiten und die Möglichkeit, Zeit mit Ihren Kindern ohne den Druck des Alltags zu verbringen. Ihre Arbeit ist so wertvoll und ich danke Ihnen dafür. Durch die Corona-Krise wird der Bedarf an Kurmaßnahmen aller Wahrscheinlichkeit nach noch steigen. Sie haben das schon im Sommer beobachtet. Die Familien unseres Landes brauchen Sie derzeit mehr denn je. Ich wünsche mir, dass das auch die politisch Verantwortlichen erkennen und entsprechend handeln. Trotz aller Herausforderungen wünsche ich Ihnen, dass Sie über die Feiertage selbst etwas zur Ruhe kommen und Zeit mit Ihren Familien verbringen können. Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten und ein gesundes und glückliches Jahr 2021. Indem ich hoffentlich bei weiteren Klinikbesuchen einige von Ihnen kennenlernen und Einblicke in Ihre beeindruckende Arbeit nehmen darf. Vielen Dank für alles.